Clubs. In diesem Club wird Fußball gespielt, von Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren. 1988 gewannen sie die nordkanadische Meisterschaft. Gestern traten sie in Oststeinbeck bei Hamburg zum Fußballturnier an. Axel Mühlhaus war dabei. Der Ball ist rund, sagte Sepp Herberger, und ein Spiel dauert 90 Minuten. Aber das war vor mehr als 30 Jahren. Heute ist das Leder zwar immer noch rund, aber ein Spiel dauert nur noch 10 Minuten. Mädchenfußball in Oststeinbeck mit internationaler Beteiligung. Hier in Rankin Inlet im Norden Kanadas ist die Mannschaft mit der weitesten Anreise zu Hause. So sehen die Bewohner von Rankin Inlet für gewöhnlich aus. Und so die Zaungäste, vor denen sie sich in Acht nehmen. Aber offenbar spielen die Eskimo-Kinder auch hier nicht mehr den ganzen Tag am Eismeer, sondern haben auch andere Hobbys. Hobbys, die Besucher aus Hamburg hier nicht erwartet hätten. Meine Frau und ich sind im vergangenen Sommer durch die Nordwestterritorien gereist, um einen Bildband vorzubereiten, und sind in Rankin Inlet an der Hudson Bay auf ein ganz besonderes Phänomen gestoßen, nämlich dass dort europäischer Fußball gespielt wird. Und der Zufall ergab es auch, dass in Rankin Inlet die Meisterschaftsmannschaft der Mädchen saß, und wir haben dann verabredet, einfach mal zu sehen, ob wir die Mannschaft nicht nach Deutschland einladen können, um hier der Jugend zusammen mit der deutschen Fußballjugend eben einige Turniere zu veranstalten. Jetzt über Ostern war es soweit. Die Meistermannschaft aus Rankin Inlet ist endlich da. Die meisten Mädchen sind Eskimos. Wie jede gute Mannschaft bereiten sie sich gründlich auf das Turnier vor. Trainer Bill Belzy gibt Ratschläge bei der Mannschaftsbesprechung. Weil aber Theorie und Praxis ein himmelweiter Unterschied sind, auch in Kanada, wird auf dem Spielfeld das Wichtigste nochmal besprochen. Dann hängen die Eskimos die mitgebrachte Fahne auf, zum Zeichen, dass sie da sind, und schauen sich die deutsche Konkurrenz erst einmal von der Tribüne aus an. Was die Eskimos sehen, beeindruckt sie offenbar nicht sonderlich. Frau Beckenbauer ist nicht unter den Spielerinnen. Körperkraft ist oft wichtiger als technische Finessen. Die Gäste vom Rand der Arktis haben die Gegnerinnen spielerisch stärker eingeschätzt. Es ist nicht so schwer, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Deutschen sind bekannt für ihr Fußballspiel, und so habe ich geglaubt, dass es sehr schwer werden würde. Was glaubst du, welchen Platz ihr bei diesem Turnier erreichen werdet? Nach dem, was ich bis jetzt von den Mädchen gesehen habe, glaube ich, dass wir am Schluss den dritten oder vierten Platz machen werden. Aber im Spiel sieht dann alles ganz anders aus. Da sind die Gegnerinnen auf einmal viel, viel besser. Der Trainer versucht zwar alles, Zuschauer und Mitkonkurrentinnen sparen nicht mit lautstarker Unterstützung, aber so recht laufen will es bei den Kanadierinnen nicht. Ergebnis: ein Sieg, eine Niederlage, fünf Unentschieden. Zu Hause verkriechen wollen sich die Mädchen deshalb noch lange nicht. Ich habe kein Heimweh. Ich würde hier leben, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Warum nicht? Ich glaube, meine Eltern würden mich nicht lassen. Wir leben seit langer Zeit in Rankin, und ich glaube nicht, dass sie da weggehen wollen. Da kann Frau dann wohl nichts machen. In einer Woche geht's zurück ins Eis. Dorthin werden die Mädchen auf jeden Fall die Sympathie des Publikums mitnehmen und auch einen Pokal. Den gab's fürs Mitmachen. Morgen spielen die jungen Eskimo-Damen in Bremen, am Samstag in Berlin. Gelegenheit genug, doch noch einen Sieg davon zu tragen. Liebe Zuschauer, es gibt ein wichtiges Fußballspiel heute Abend. Das bestreiten, wie Sie wissen, Männer, die das beruflich betreiben. Pokal-Viertelfinale des DFB, ein Millionengeschäft, Millionen Fernsehzuschauer. HSV gegen Werder, ein Fußballspektakel heute Abend im Volksparkstadion. Und es gab ein weniger beachtetes Fußballereignis in Bremen. Das bestritten, ja, nur so aus Spaß, junge Frauen. Ein Zusatzgeschäft war das, ohne jede Rendite, eine Handvoll Zuschauer nur, aber immerhin doch wenigstens eine Kamera von Buten und Binnen war auch bei dem Ereignis dabei. Wir sind natürlich auf das Spiel HSV gegen Werder gespannt, aber neugierig waren wir auch auf den Frauenfußball. Oder haben Sie schon einmal Eskimo-Mädchen Fußball spielen gesehen? Maja Lubinski hat. Bitte schön. Dass dies Gesicht etwas rundlich wirkt, hat weniger mit der Wärmehaube als mit Wendys Herkunft zu tun. Aus dem allerhöchsten Norden Kanadas sind diese Eskimo-Mädchen gekommen. Und wozu? Zum Fußballspielen. Und worum? Um den Eskimo-Cup natürlich. Doch zunächst mal wird unter den väterlichen Augen von Fußball-Oberfunktionär Egon Kehler gegessen.
Dass die Eskimos rohen Fisch und Lebertran bevorzugen, gehört wirklich in das Reich der Fabel. Doch tatsächlich gibt es Dinge, die ihnen genauso fremd sind wie sie uns. Der Spargel blieb liegen. Der Stadtbummel musste im Galopp erledigt werden. Die Girls aus Rankin Inlet haben das schon in Hamburg hinter sich und in Berlin noch vor sich. Für alle ist es der erste Besuch außerhalb ihrer Heimat. Und was war bis jetzt am eindrucksvollsten? Na, Logo, das Wetter. Warm finden die es hier. Wir auch, Gottlob. Wie bitte? Zu warm sogar? Das können wir nicht bestätigen. Und was ist anders bei Ihnen? Na, fast alles. Da, wo Sie herkommen, gibt es wenig Häuser, wenig Autos und keine Bäume. Und statt Beton haben Sie Sand satt. Souvenirs dagegen kann man nie genug haben. Arm- und Stirnbänder mit Namensaufdruck kommen gut. Dass es Eskimo-Mädchen gibt, die Marie-Louise heißen, kann man sich allerdings schwer vorstellen. Trainer Bill konnte dann noch ein einmaliges Ereignis festhalten. Denn etwas gab es in Bremen, was die Eskimo-Damen noch nie im Leben gesehen hatten. Schon gar nicht in Rankin Inlet. Eine Drehorgel. Und alle durften mal drehen, um die Nordseewellen so richtig an den Strand klatschen zu hören. Doch Überraschendes gab es nicht nur für die Gäste. Auch die Gastgeber hatten Gelegenheit, so manches Vorurteil zu korrigieren. Annegret Mindermann vom BTV betreut die Mädchen hier. Als ich am Donnerstag in Empfang genommen habe, war ich angenehm überrascht, dass es für bescheidene und hübsche Mädchen sind. Also bin angenehm überrascht. Was hatten Sie erwartet? Laute amerikanische Girls? So in etwa. Dies Muskelspiel dürfte dem Gegner zu denken geben, denn die amerikanischen Girls kamen am späten Nachmittag zur Sache, für die sie eigentlich hier waren, zum Fußballspielen. Nach dem anstrengenden Vorprogramm sind Lockerungsübungen unumgänglich, wohlwollend betrachtet vom fachkundigen Publikum. Und dann ging es los. Die kanadischen Kraftpakete machten ihren Gegnerinnen zwar schwer zu schaffen, doch letztendlich schafften sie es nicht. Der BTS Neustadt gewann 1:0 und auch in den anderen beiden Begegnungen blieben die Bremerinnen siegreich. Der Eskimo Cup geht zu Komet und nicht nach Kanada. Und auch Trainer Bill, der sie immerhin 3 Jahre trainiert hat, kann sie noch so anfeuern. Diesmal klappt es einfach nicht. Aber auch der Vorsitzende des Bremer Fußballverbandes ist um eine Illusion ärmer. Wir wären mit Damen- und Mädchenfußball hier in Europa, gar speziell in Deutschland, Vorreiter. Aber ist gar nicht so. Vorreiter zwar nicht, doch besser sind wir ja zum Glück doch noch wenigstens heute. Auch wenn sie heute verloren haben, die Mutter von Wendy und René ist zufrieden. Auf ein neues in Berlin. Ja, das war's für heute in Bund und Binnen. Morgen geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Sport verbindet, das sagten sich auch einige junge Eskimo-Damen. Ihre Privatinitiative führte sie nach Deutschland. Sie waren in Hamburg und Bremen und kamen auch nach Berlin zum Fußballspielen. Dirk Harmsen begleitete sie. Das ist der Schlachtruf der jungen Inuit-Mädchen aus Rankin Inlet, einem 1500-Seelen-Städtchen im arktischen Nordwesten Kanadas. Dass sie für kanadische Verhältnisse Fußball spielen können, bewiesen sie mit dem Gewinn der Meisterschaft der Nordwest-Territorien. Gar als einen Höhepunkt in ihrem Leben sehen sie die Teilnahme an den Arctic Winter Games in Fairbanks, Alaska. Ob sie mit ihrem spielerischen Können auch in einer Fußballnation wie Deutschland bestehen würden, sollte sich hier in Berlin beim Canada Cup für A-Juniorinnen zeigen. Doch unabhängig vom Ausgang, diese Reise war für die 14- und 15-Jährigen ein unvergessliches Erlebnis, zu deren Finanzierung sie selbst rund $8000 beisteuerten. Ihre Heimat befindet sich an der Westküste der Hudson Bay. Die nächste größere Stadt, Winnipeg, ist 2000 Kilometer entfernt. In Berlin, außer Fußball, ein Besichtigungsprogramm. Vergangenheit und Gegenwart der Stadt machen auch die jungen Mädchen betroffen. Gedanken zur Zweiteilung Berlins. Ich denke, man sollte die Mauer abreißen. Ich mag sie nicht und es ist nicht fair. Alle Menschen dahinter sollten frei sein. Was ist der Unterschied zwischen kanadischen und deutschen Teenagern? Ihre Sprache und die Mode sind unterschiedlich, aber im Herzen sind wir gleich. Einen herzhaften Schuss durfte Mary Lee dann auch im Spiel parieren. Wie aber bewertet das Team nun die Leistungen der deutschen Mädchenmannschaften im Vergleich zum eigenen Können?
Sie können besser dribbeln, setzen ihren Körper mehr ein und schlagen genauere Pässe. Sie sind sehr gut. Diese Begegnung endete 0:0. Doch wie gesagt, das Resultat war Nebensache für die Mädchen, die erst seit 3 Jahren dem runden Leder nachjagen und in Berlin zum letzten Mal in dieser Zusammensetzung spielten. Doch auch für die neue Mannschaft aus Ranking Inlet wird die Philosophie von Trainer Bill Belsey Gültigkeit haben. Man kann in der Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn man einen guten Teamgeist hat. Es ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Der Zusammenhalt der Mannschaft ist das Wichtigste. Heute flogen die jungen Damen und der Trainer auch natürlich in die Heimat zurück. Das Lokalderby am kommenden Sonnabend im Berliner Olympiastadion zwischen Blau-Weiß 90 und Hertha BSC ist Fußballgespräch in der Stadt. Wer gewinnt dieses Duell?